Das hier ist ein Film über das älteste Startup Deutschlands. Das hier ist ein Film über Siemens. Diesen Film gibt es, damit sich viele tolle junge Leute bei uns bewerben, so wie die, die oder die. Das ist der Startup-Gründer. Der hieß auch Siemens. Irgendwie logisch. Damals gab es ja noch keine Garage, dafür aber eine Werkstatt. Und dort hat er dann Dinge erfunden, zum Beispiel diesen Zeigertelegrafen. Dafür hat er gebraucht eine Zigarrenkiste, Weißblech, Eisenstückchen und isolierten Kupferdraht. Heute erfinden wir bei Siemens jeden Tag irgendwas. Ein Flugzeug, das nur mit einem Elektromotor fliegt, eine U-Bahn, die ohne U-Bahn-Führer fährt, eine Software, mit der dieses Marsmobil auf dem Mars fahren kann oder einfach eine Ampel, die viel weniger Energie verbraucht. Außerdem das und das, das auch, das nicht. Absolut wichtig ist für uns die Digitalisierung. Digitalisierung ist absolut wichtig. Genau. Wir sind so gesehen auch mit das größte Startup der Welt. Hier arbeiten weltweit rund 350.000 Menschen und 3 Schafe. Zu uns kommen viele junge Leute. Die wollen alle gerne was mit Zukunft machen. Viele von diesen Leuten lachen gerne. Siemens hat viel zu bieten. Es gibt eigene Cafés mit ganz vielen Kaffeesorten, eine eigene Friseurin, einen eigenen Arzt und wenn es mal brennt, auch eine eigene Feuerwehr. Tatü, tata. Natürlich gibt es auch einen sehr breiten Empfang. Das sind unsere Köche. Die kochen jeden Tag etwas. Zum Beispiel das, das und das. Das hier manchmal. Voll lecker. Wir haben einen echt coolen Campus. Das ist er von weit, das ist er von nah und das ist er von innen. Dieser Campus hat echt viel zu bieten. Ich habe vorhin leider nicht zugehört. Saubere Toiletten, elektrische Türen und? Der neue Siemens Campus hat eine Klimaanlage und da gibt es einen Aufzug, der dann sagt, Aufzug fährt nach unten. Aufzug fährt nach unten. Das hier sind Leute beim Kickern, denn wir sind ja ein Startup. Hier gibt es viel Platz, um Sport zu treiben. Wenn man will, ein Leben lang. Viele machen bei uns eine Ausbildung oder ein duales Studium, weil das total sinnvoll ist. Ein duales Studium finde ich total sinnvoll. Und das alles kann man machen. Bachelor of Arts in Business Administration, Bachelor of Science in IT Management, Bachelor of Engineering in Maschinenbau. Das nicht. Aber dafür gibt es eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik und zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Und noch viel mehr. Aber dann wird der Film viel zu lang. Das ist unser Headquarter in München. Schöne Stadt, noch schöneres Gebäude und auch wieder sehr lustige Leute. Wir zeigen ganz viele junge Frauen, weil Siemens vielleicht in manchen Bereichen etwas mehr Bewerberinnen vertragen könnte. Wir haben viele Standorte für unsere Auszubildenden. Erlangen, München, Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Braunschweig und Mülheim. What? Wir haben auch einen Claim. Den sieht man überall bei uns. Der geht so. Ingenuity for life. Ingenuity for life. Ingenuity for life. Und das bedeutet? Ingenuity. Sich zu verbessern, mit der Zeit zu gehen. Dass man Innovationen schafft, die eben langfristig für die Gesellschaft ein Vorteil sind. Sowas wie Erfindergeist für unser Leben. Es gibt viele junge Menschen da draußen, die den haben. Die sollten sich spätestens jetzt bewerben. Bei dem wohl ältesten und mit Sicherheit größten Startup in ganz Deutschland. www.siemens.de/Ausbildung. So, und Enter.